Hi, es ist Sonntag und ich bin im Stall und ich dachte, ich nehme euch einfach mal mit. Die Pferdewaage kommt auch heute, also viel Spaß. So, ich war jetzt erstmal in der Sattelkammer und habe mein Zeug geholt. Und jetzt gehe ich die Tiffy holen. Hallo! Hi. Hallo Kira! Eine Kamera! So, da ist die Tiffy. Die frisst, sie hat auch schon hierher geguckt, aber manchmal geht das Essen dann doch vor. Tiffy! So wie heute, guckt man, wie exzessiv sie mal wieder frisst. So, Knotenhalfter ist jetzt an und die Decke ist ausgezogen. Jetzt müssen wir diese wundervollen Beinchen noch abspitzen. Tiffy kriegt nämlich im Moment immer über Nacht Heilerde auf die Beine geschmiert, weil sie ein bisschen zu dicke Gallen hat und die Flüssigkeit abtransportiert werden soll. Tiffy ist nicht ein Riesenfan davon, man sieht es halt nicht im Blick. Wir finden eure Pferdewaffe, die Tiffy versucht immer dran zu schnuppern. Aber sie trinkt nicht und sie lässt es einfach immer in ihre Nase laufen. Ich verstehe nicht ganz den Sinn. Bis dann nach dem Motto, mach mein Bein nicht nass. So, wir gehen jetzt rüber. Ich glaube, wir haben die Johanna verpasst, aber wir können sie gleich mal interviewen. Und wir brauchen auch noch kurz, bis wir dran sind, aber dann warten wir vorne. Johanna, so, wie viel wiegst du jetzt? 530. Sehr gut, dann hat sie voll viel abgenommen, oder? 30 Kilo, da brauchst du 560. Ja, voll gut, Tiffy, oder? Wir werden auch immer so fotografiert. Und dann wird so ein Pferdewirren angemacht, damit die schön gucken. Und ich bin mega gespannt, ob die Tiffy das macht, weil normalerweise funktioniert es immer nicht, aber sie ist schon ziemlich gespannt. Wir sind dran. Komm, Tiffy. So, Foto. Ja, es geht echt. Das funktioniert eigentlich immer nicht. Tiffy! So, Pferd ist gewogen. Sie ist 1,41 Meter groß, genauso wie wir es schon gedacht haben, beziehungsweise auch schon mal selbst gemessen haben, und hat 511 Kilo gewogen. Ich bin eigentlich ziemlich zufrieden damit. Hallo Laura. Hallo Anna. So, die Pferdewaage ist jetzt fertig. Wir haben bezahlt, wir haben unsere Ergebnisse. 511 Kilo wiegt die Tiffy. Ich bin damit sehr zufrieden. Und jetzt gehen wir noch spazieren. Wir machen jetzt auch gar nicht so einen großen Spaziergang, weil die Tiffy ein bisschen Ruhe verdient hat und weil ich auch krank bin. Aber trotzdem ist es ja schön, die frische Luft zu genießen und ein bisschen rauszukommen. Deswegen gehen wir überhaupt, aber nicht zu lange. Ich habe gerade von einer netten Fußgängerin gefragt, warum die Tiffy dann hier so rasiert ist. Das werde ich voll oft gefragt und dann muss ich das immer erklären. Wisst ihr, warum Pferde geschoren werden? Beziehungsweise werdet ihr das auch manchmal gefragt, wenn ihr mit euren Pferden unterwegs seid? Der Tiffy noch die Decke an und dann darf sie für heute Schluss machen. Die Beine sind richtig schön dick eingeschmiert, rundherum, innen und außen. So, übertrieben gutes Timing, es fängt jetzt nämlich an zu regnen. Und wir sind fertig. Hier, perfekt, so muss das sein. Schon wieder, so wie vorhin auch. Die Sonne kam raus, als ich spazieren gehen war. Das ist echt cool immer. Man freut sich dann immer richtig, wenn das Wetter mitspielt. So, die Tiffy hat ja jetzt Tschüss gesagt und ich sag auch Tschüss. Ich gehe jetzt nur noch mein Zeug wegbringen und dann gehe ich zum Auto. Also, Tschüssikowski!